Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. 7. April 1880. Vielleicht ein denkwürdiger Tag, ein denkwürdiger Monat, denn ein internationaler Konflikt ist ausgebrochen. Das ist hier eine ganz interessante Karte. Die zeigt nämlich die potenziellen Konfliktorte auf der Welt. Und wir können mal schauen. Ja, vor allem natürlich Europa und vor allem Osteuropa ist ja die brisanteste Region. Das Zarenreich ist stark betroffen. Und das ist jetzt hier die Region, wo es derzeit darum geht, quasi das Kerngebiet eines möglichen zukünftigen Polens. Und es sind eben die nationalistische polnische Bewegung, die hier die Verursacher des Ganzen waren. Das war anders, als ich es das letzte Mal dargestellt habe. Dass hier Großbritannien steht, heißt nur, dass die polnischen Nationalisten jetzt die Briten als erstes fragen, ob sie sie unterstützen werden. Das ist sozusagen der Hintergrund dieser Anzeige. So, aber ansonsten finde ich das auch interessant, was hier noch. Es gibt hier Spannungen im Osmanischen Reich, aber vor allem auch Österreich-Ungarn ist hier betroffen. Ja, ungarische, tschechische, slowakische Befreiungsbewegung. Das sind die, die die Welt derzeit bewegen, aber auch hier in Portugal, in Spanien. Vermutlich sind das portugiesische. Ja, das sind portugiesische Befreiungsbewegungen. Ja, mal sehen, was hier alles noch so passieren wird. Aber jetzt müssen wir uns erstmal positionieren, vermutlich. Also es ist so, dass die Polen haben noch keine Großmachtunterstützung gefunden. Insofern ist es noch nicht ganz so heiß, der Konflikt. Wir werden mal vorsichtig weitermachen. Mal schauen. Aha, die Briten haben abgelehnt. Jetzt werden die Franzosen angefragt, wenn ich das richtig sehe. Die haben auch abgelehnt. Jetzt werden die Amerikaner angefragt. Die haben auch abgelehnt. Jetzt werden die Japaner angefragt. Jetzt die Italiener. Die Polen finden keine Unterstützer. Jetzt sind die Osmanen dran. Ja. Und jetzt sind wir dran. Polen bittet uns, ihre Seite im aktuellen Konflikt zu unterstützen. Das werden wir natürlich auf keinen Fall tun. Auch wenn wir damit den Zar ärgern. Aber ein polnischer Nationalstaat an unserer Grenze liegt absolut nicht in unserem Interesse. Ja, und nun? Was passiert jetzt? Okay, Leute. Das war ein Cliffhanger, der ein bisschen gemein war, aber ich konnte es nicht absehen. Es gab kein internationales Interesse an der polnischen Befreiung. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass die Briten hier da ein bisschen aggressiver vorgehen. Tja, vielleicht auch die Osmanen, um die Russen zu ärgern. Aber es ist nicht geschehen. Ja, was für uns natürlich gut ist. Also beides wäre für uns eigentlich nicht so gut gewesen. Sprachphilosophie. Dies ist das Studium philosophischer Fragen bezüglich der Sprache, im Besonderen über die Bedeutung und Wahrheit von Wörtern, Phrasen, Sätzen im Allgemeinen. Die Sprachphilosophie fragt aber nicht danach, was bestimmte Wörter bedeuten oder ob bestimmte Sätze der Wahrheit entsprechen. Vielmehr will sie wissen, was Wörter und Sätze über die Sprache bedeuten und fragt, was Bedeutung und Wahrheit im Allgemeinen sind. Diese philosophische Denkrichtung entwickelt sich aus Wittgensteins Kritik seines eigenen Werks Tractatus Logico Philosophicus und in gewissem Maße aus der gesamten analytischen Tradition. Auch das bringt Prestigegewinn. So, ich habe mal in eurer Abwesenheit hier so ein bisschen diese neu ausgehobenen Cores in die richtige Richtung geschickt. Die können wir dann jetzt auch zusammenfügen, da wo sie zumindest heil angekommen sind. Hier hatten wir nichts, hier hatten wir auch nichts, aber hier hatten wir was. Hier oben hatten wir was. Ich glaube, eine Sache habe ich dann doch noch vergessen. Was ist hier? Ja, hier fehlt eine Linieninfanterie. Ui, das ist mir in der Tat gar nicht aufgefallen. Bauen wir die nochmal. Und hier fehlt auch noch was. Jetzt ist es ja überschaubar, eine Artillerie. Aber hier ist, glaube ich, nichts in der Nähe. Doch. Hier war es was in der Nähe. Sehr schön. Gut, dann sollten unsere Kurs endlich wieder vollständig sein. Hier unten wollen wir die auch noch zusammenfügen, der Ordnung halber. Ja, und jetzt haben wir Mai und gleich haben wir Juni. Und das bedeutet, dass wir hier unten aktiv werden können. Sehr schön. In Holland rebellieren wieder Jakobiner ebenfalls. Und wir müssen mal ganz kurz in die Schweiz schalten. Wir sind dabei 25 und
herzlich. Ich denke, die Franzosen werden hier ihren Einfluss geltend machen. Das werden die sich nicht so... Das werden die, glaube ich, nicht erlauben. Ja, da ist es schon. Botschaft, der wurde verbannt. Ich glaube, da hätten wir jetzt auch nicht groß was verhindern können. So, gleich ist es soweit. Der erste Marinestützpunkt in Suez. Jetzt stabilisieren sich auch wieder die Einnahmen deutlich, aber sehr schwankend. Interessant. Okay. Wir haben Juni, Ende Juni, 27. Juni. Oh. Oh, das ist aber überraschend. Konkurs. Sind jetzt einige Konkurse, aber das ist natürlich bedeutsamer. Die Osmanen sind bankrott gegangen. Ich weiß gar nicht, hat das auch Auswirkungen auf die Moral der Truppen oder so? Wir hätten einen Kriegsgrund, aber wollen wir, würde Bismarck einen Krieg gegen Großbritannien in Kauf nehmen? Für solche läppischen Schulden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Verbündet mit Großbritannien, Moldawien, Walachei, Tunis und Persien. Also bei Wilhelm II. Wäre ich mir nicht sicher, aber in dieser Situation, nein. Wir bleiben dann jetzt erstmal auf Kurs, was jetzt hier unsere neuen kolonialen Bemühungen betrifft. Und wir haben hier gleich Großbritannien, die aktiv sind an der ägyptischen Grenze. Wir werden mal gucken, was wir jetzt tun können. Djibouti. Ja, hier können wir erstmal zum ersten Mal, das ist jetzt eine Premiere, eine Expedition aussenden. Das machen wir direkt mal. Und jetzt heißt es erstmal ein bisschen warten. Wenn niemand anderes dort aktiv wird, dann haben wir sofort dort ein Protektorat. Und jetzt ist die Frage, wo gehen wir weiter? Wollen wir hier weiter noch was tun? Können wir überhaupt was tun? Hier können wir nichts tun. Hier könnten wir auch nichts tun. Fehlt uns der Marinestützpunkt. Also die Tatsache, dass Ägypten in unserer Sphäre ist, führt nicht dazu, dass wir hier an deren Grenzen agieren können. Also insofern spricht das doch einiges dafür, sich zum Beispiel zu überlegen, ob man nicht Äthiopien in die Schranken weist und zum Protektorat macht. Das würde uns, glaube ich, ermöglichen, zumindest in diesen drei Provinzen hier im äthiopischen Hochland zumindest noch zu agieren. Und wie sieht es eigentlich hier unten aus? Auch da kommen wir nicht hin. Mit unseren Marinestützpunkten. Na gut, dann bleiben wir erstmal hier bei Djibouti. Der erste deutsche Kolonisierungsversuch. Bin gespannt, wie er ausgehen wird. Bis zum 25. März 81 dauert es. Mal gucken, ob jemand anderes Ansprüche anmeldet. Was ist hier bei den USA los? Ecuador in der Einflusssphäre. Okay. Und hier, tja, hier haben wir immer noch Waffenruhe und die dauert bis 83. Also dieser Plan mit Äthiopien ist vielleicht kein schlechter Plan, aber kann derzeit noch nicht angepackt werden. Wegen der Waffenruhe. Gut. Marktfortschriften. Diplomatischer Einfluss 20%. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können wieder würfeln. Und diesmal ist es eine, ist das 6 oder 9? Ah ja, da unten ist ein Strich. Es ist eine 9. Und das bedeutet Marine. Marine, Marine. Und ich denke, hier gehen wir. Nein, wir müssen erstmal Feuerleitsysteme nach meinen eigenen Kriterien machen, sonst sind wir zu weit voraus in den anderen Punkten. Also Forschung beginnen. So, was ich nicht vergessen will, ist Beziehung verbessern. Das gleiche auch mit Italien. Okay. Hier sollten wir vielleicht mal wieder ein bisschen aufpassen. Österreich-Ungarn. Da ist das russische Zarenreich schon vertraut. Ich denke mal, wir werden mal den Botschafter dort ausweisen. Oder? Ja, ich denke ja. Machen wir das.
Okay. Gut. Oh, Boxergräueltaten. Na sowas. Die in Rechtschaffenheit vereinigten Faustkämpfer, im Volksmund als Boxer bezeichnet, eine chinesische Bewegung, die sich für die Restaurierung der ihrer Meinung nach aufgrund der europäischen Expansion nach Asien eingebüßten chinesischen Unabhängigkeit einsetzt, hat in China ein Massaker unter europäischen Missionaren und Kaufleuten angerichtet. Zusammen mit den Europäern, die ihnen in die Hände fielen, wurden auch mehrere christliche chinesische Konvertiten brutal abgeschlachtet. Die chinesische Regierung scheint sich über diese Gräueltaten keine Sorgen zu machen. Gerüchten zufolge soll die kaiserliche Qing-Regierung der Bewegung stillschweigend Unterstützung gewähren. Das ist ein Skandal, in der Tat. Okay, damit hätten wir, wie vermutlich alle anderen Länder auch, einen Kriegsgrund gegen China, um diesen Aufstand niederzuschlagen. Aber auch das ist etwas, was vielleicht für Wilhelm II interessant gewesen wäre, aber nicht für unsere Regierung. Die hat derzeit hier ganz neue Dinge im Blick. Schwächliche Streikposten. Frauenrechtlerinnen, die eine lokale Bar in einer unserer Provinzen bestreiken, haben sich im ganzen Staat zur Lachnummer gemacht. Der Auftritt zweier zierlicher Frauen, die mit ihren Plakaten vor der Bar stehen und für Frauenwahlrecht und Mäßigung demonstrieren, wird nicht nur öffentlich verspottet, sondern sorgt auch in der Unterschicht für einigen Ärger. Deren Angehörige finden, dass die besser verdienenden und selbstgefälligen Mächtigen versuchen, sie von oben herab mit Spitzfindigkeit und Rhetorik zu belehren. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, was das eigentlich bedeuten soll. Ach, naja, Meinungsfreiheit und all das. Ich weiß nicht. Also, ich kann jetzt da keine konservative Position daraus entwickeln. Was ist denn das für ein intransparente Antworten? Ach naja, Meinungsfreiheit und all das klingt so ein bisschen schnottrig. Das machen wir. Ich glaube, das passt am ehesten zu uns. So, erstaunlicherweise hat sich jetzt echt der Haushalt hier super stabilisiert. Oh, einer unserer Kommandeure ist gestorben. Gebser. Ah, ein Admiral der ersten Flotte, der einzigen Flotte. Ich glaube, wir werden das mal in Ruhe aussuchen. Es hat keine Eile. Wir haben so viele Offiziere im Korps. Da wollen wir hier keinen Schnellschuss wagen. Zumal das doch recht wichtig ist, wer da die Flotte anführt. So. Sollte hier die Infanterie hin? Ich hoffe stark. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, hier wollten wir die Artillerie noch hinbringen. Und damit sind wir dann soweit. Und sehr gut. Spannungen in Orissa. In Orissa sind Spannungen zwischen uns und anderen Großmächten wegen strafrechtlichen Ermittlungen ausgebrochen. Wir vertreten die Position, dass wir das Recht haben, in Orissa unsere eigenen strafrechtlichen Ermittlungen durchzuführen. Ja, das kennen wir schon. Orissa, aber wir nehmen nicht den Prestigeverlust zu in Kauf. Nein. Wir setzen wie immer unsere Position durch, was natürlich Infamie steigert, was schlecht ist für uns, wenn wir noch zukünftig ein bisschen was erreichen wollen, aber die ist wirklich sowieso hoch. Enorm übrigens. 20. Ist sie eben angestiegen? Nee, abgesunken. Minus 0,1. Okay. Moderne Logik. Viele dieser in gewisser Weise der Ära der analytischen Philosophie zugehörigen Philosophen revolutionierten auch die Logik. Andere waren berühmte Mathematiker, die bei ihrer Beschäftigung mit den Grundlagen der Mathematik Ideen entwickelten, die sowohl für die Logik als auch für die Mathematik wichtig waren. Prestigegewinn plus 1. Sehr schön erneut. So. USA hat Venezuela aus der Sphäre von Großbritannien entfernt. Oh, das ist bedeutsam. Großbritannien bricht das Bündnis mit den Osmanen. Uiuiui, was ist denn hier los? Die sind nur noch verbündet mit. Das ist ja wirklich überraschend. Was ist denn das für ein Zug von Großbritannien?
Kein Großmachtsbündnis mehr. Okay. Das würde es natürlich ermöglichen, hier den Schuldentilgungskriegsgrund hier durchzuziehen. Ich bin am Überlegen. Ich meinte, würden wir das machen? Würde das Kaiserreich so etwas machen? Vielleicht würde man das machen. Ah. Unsere Verhältnisse zu den Osmanen sind gut. Wir würden natürlich tendenziell Österreich-Ungarn ein Stück weit stärken. Von der Seite spreche das dafür. Aber es gäbe eigentlich überhaupt keinen relevanten Kriegsgrund, außer diese Sache, dass man nicht, ja, dass man sich das sozusagen symbolisch nicht erlauben möchte. Aber ein rationales Argument. Wir haben ja eigentlich auch kein riesiges Interesse daran, Österreich-Ungarn weiter aufzuwerten, die im Übrigen schon Achter sind. Oh, alles klar. Die Osmanen. Okay, die Osmanen werden sowieso gleich als Großmacht hier ausfallen. Ach Mensch, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Aber tendenziell würde ich sagen, nein. Also, das würde ein größerer Krieg werden. Ich denke, wir werden ihn durchaus gewinnen können, aber wofür? Für diese Schulden? Man könnte jetzt hier den Ägyptern noch ein bisschen Land geben oder so ein Kram. Aber ist das wirklich eminentes strategisches Interesse? Würde das das Kaiserreich voranbringen? Eigentlich überhaupt nicht, meines Erachtens. Nee. So, wir haben was erforscht. Ich glaube, das habe ich diesmal gar nicht vorgelesen, aber wir müssen weiter würfeln. Und diesmal ist es eine 3 und diesmal ist es die Armee. Und ich denke, wir werden als nächstes Militärlogistik steigern oder Risikomanagement. Ja, ich glaube, wir nehmen doch lieber Risikomanagement. Moral plus 20, Militärtaktiken plus 25%. Das ist, glaube ich, relevanter. Sehr schön. Forschung beginnen. Da sind wir besonders schnell drin. Überhaupt sind wir jetzt sehr, sehr schnell in dem Bereich. So, und der Krieg hier gegen Oman ist gewonnen. Holland, unsere Verbündeten, unser Sphärenland hat sich hier auch noch Mogadischu geholt. Sehr gut. Was macht eigentlich die Schweiz? Wir werden mal die Beziehung weiter verbessern. Wie sieht es da aus? Wir sind da immer noch blockiert durch die Franzosen. Aber die sind auch nur noch... Ah ne, in Sphäre, alles klar. Jetzt hatte ich gerade die Franzosen und die Briten verwechselt. Was für ein Fauxpas, meine Herren. Italien wollen wir auch nicht vergessen. Beziehung verbessern. So. Ein neues Oberhaupt. Oberhaus. Und ich frage mich, wann ist eigentlich die nächste Wahl? 1. Juli 82. Na gut, da bin ich gespannt, wie das ausgehen wird. So, diverse große Entdeckungen. Bankvorschriften. Zu diesem Zeitpunkt wurden Vorschriften eingeführt, um die Aktivität einzelner Banken überprüfen zu können. Plus 1 Steuereffizienz nochmal. Und Flottenorganisation plus 1. Wie sieht's hier aus? 25.03. Noch hat sich keine andere Nation gemeldet. Wird das möglicherweise unsere erste Kolonie? Da fällt mir ein, ich sollte vielleicht hier auch doch mal gleich Marinestützpunkt und Fort auch erweitern. Ganz vergessen das Ganze. Ach Mensch. Und hier hat sich Britisch-Afrika schon an unsere Grenzen ausgedehnt. Krass. Hier konkurrieren die Holländer und die Briten. Ja.
Okay, das heißt, das sind tatsächlich hier die letzten weißen Flecke, die noch ohne Anspruchsteller sind. Alles andere von Afrika ist kolonisiert. Und von der Welt überhaupt auch so. Hier ist Japan. Vielleicht gibt es noch hier die eine oder andere Insel, aber die ist jenseits unserer Reichweite. Wobei Tahiti, das wäre natürlich in der Tat ein schönes, eine schöne Kolonie, wie ich finde. Naja, wir kriegen unsere kleine deutsche Kolonie hier in Äthiopien und werden dafür sorgen, dass wir sie auch noch weiter ausbauen. Portugal bricht das Bündnis. Wie ist das passiert? Warum ist das passiert? Muss uns das beunruhigen? Natürlich muss uns das beunruhigen. Was haben sie denn? Haben sie jetzt ein neues Bündnis? Nein. Aber irgendwas haben sie vor. Und hier ist übrigens sind weitere Kriege ausgebrochen. Japan gegen irgendwo chinesische Staaten. Okay. Gut. Was ist hier? Bündnisangebot von China. Nee. Was sollen wir denn damit? Wir lehnen ab. Nein, das ist auch nicht in unserem Interesse. Okay, liebe Freunde, das wäre es erstmal für diese Folge. In der nächsten könnte es sein, dass hier unsere erste Kolonie entsteht, beziehungsweise ist es hochwahrscheinlich, oder? 25.3. Leute, es sind noch 10 Tage. Komm, jetzt bin ich mal ganz generös und wir lassen das direkt mal weiterlaufen. Bis zum 25.3. Dann können wir das noch abfeiern. Tatsächlich. Es ist vollbracht. Ein Außenposten ist zumindest erstellt worden. Sehr schön. Jo, dabei belassen wir es erstmal. Alles andere, wie nennt sich das? Djibouti, das ist Eritrea, alles klar. Alles andere dann in der kommenden Folge. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.